Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, so langsam Ruhe einkehren zu lassen und möchte Sie bitten, sich vor Eintritt in die Tagesordnung von Ihren Plätzen zu erheben. Im Alter von 64 Jahren ist unsere ehemalige Kollegin Petra Fuhrmann am 22. Juli dieses Jahres verstorben. Petra Fuhrmann wurde am 19. Oktober 1955 in Wiesbaden geboren und studierte nach dem Abitur Politikwissenschaften und Chemie an der Technischen Universität Darmstadt. Dort legte sie 1982 das Staatsexamen ab und war anschließend in der Erwachsenenbildung tätig, bevor sie Mitarbeiterin vor einen Europaabgeordneten wurde. Von 1991 bis 1994 war Petra Fuhrmann die Leiterin des Parlamentsreferats im Hessischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung. Sie wurde im Jahr 1983 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wo sie unterschiedliche Ämter bekleidete. Petra Fuhrmann war vom 1. April 1994 bis zum 17. Januar 2014 Abgeordnete des Hessischen Landtags. Von 1997 bis 2014 war sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Während ihrer Zeit als Abgeordnete im Hessischen Landtag war sie in diversen Ausschüssen tätig, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende im Unterausschuss für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen. Am 29. Juli dieses Jahres erschütterte uns ein schrecklicher Mord am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Ein gerade einmal 8-jähriger Junge wurde auf die Gleise gestoßen und verlor sein junges und hoffnungsvolles Leben. Die Grausamkeit der Tat ist monströs und wir sind immer noch starr vor Schreck und Mitleid. Die sinnlose Gewalt dieser Tat, die von heute auf morgen vieles verändert hat, hat uns alle sprachlos und auch ohnmächtig gemacht. Wir versuchen zu begreifen, was nicht zu fassen ist, aber wir stellen fest, dass dieser Mord uns an die Grenze dessen führt, was Herz und Verstand verarbeiten können. Lassen Sie uns in einem stillen Gedenken unserer Fassungslosigkeit Ausdruck geben und teilnehmen am Leid der Familie. Sie haben sich zu Ehren der Toten von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben als Hessischer Landtag gerade auf würdige Weise eines Verbrechensopfers gedacht. Ich will das auch sagen. Unwürdig und moralisch zutiefst verwerflich. Allerdings war der Versuch, der nach der verabscheuungswürdigen Tat zu beobachten war, das Verbrechen für politische Propaganda zu nutzen. Ist das eine ein furchtbares Verbrechen, ist das andere eine Verrohung der Sitten. Und wenn wir schon eine solche Tat nicht verhindern können, dann sind wir der Familie schuldig, eine solche Art der politischen Instrumentalisierung nicht zuzulassen. Herzlichen Dank. Damit eröffne ich die 17. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle, wenn ich in den Saal schaue, die Beschlussfähigkeit fest. Erlauben Sie mir, dass ich besonders begrüße heute wieder unter uns den ehemaligen Präsidenten des Hessischen Landtages, unseren Freund und Kollegen Norbert Cartmann, der nach längerer Krankheit wieder genesen ist. Lieber Norbert Cartmann, wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Sie alle haben es gemerkt, jedenfalls die in der letzten Reihe sitzen, der
Umbau des Plenarsaales ist fertig. Er war aufwendig und trotzdem ist er planmäßig fertig geworden. Ich will das sehr ausdrücklich sagen, das ist schon eine ganz schöne Meisterleistung gewesen. Und deswegen will ich mich bedanken beim Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. Lieber Herr Finanzminister, die haben hier eine gute Arbeit geleistet und natürlich auch bei den beteiligten Architekten der Bauleitung und den vielen Handwerkern für eine wirklich großartige Leistung. Es ist ein enges Zeitfenster gewesen. Es waren 8 Firmen beteiligt, mehr als 50 Mitarbeiter, die hier ja fast Tag und Nacht, möchte man fast sagen, gewerkelt haben. Und insoweit nur eine einzige oder drei Zahlen, 7,5 Tonnen Gesamtgewicht, 66 Quadratmeter spezial bearbeitetes Ahornholz als Parkett ist eingebaut worden und 2,5 Kilometer Kabel sind verlegt worden. Man mag sich das nicht vorstellen, was ein solcher Plenarsaal dann doch bedeutet, aber die Zahlen machen es deutlich. Und die gute Nachricht ist, in der Medientechnik wurden Anpassungen an der Mikrofon- und Beschallungsanlage vorgenommen. Es sind zusätzliche Kameras eingebaut worden. Das WLAN und der WLAN- und Mobilfunkempfang ist verbessert worden und die Lüftungs- und Klimatechnik ist optimiert worden. Quod erat demonstrandum. Wir werden sehen, wie es wird. Zur Tagesordnung. Die Tagesordnung vom 27. August und ein Nachtrag vom heutigen Tage liegen Ihnen vor. Und Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung Top 75 bis 80 entnehmen, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Wie Sie wissen, beträgt die Aussprache jeweils 5 Minuten. Und die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Abgeordneten Claudia Papst-Dippel, Klaus Gagel, Gerhard Schenk und Fraktion der AfD, Waldbesitzer stärken neuen Wald naturgemäß fördern, Drucksache 20-1111. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Offensichtlich gibt es dagegen keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall und dann wird dieser Top 81. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Sind Sie einverstanden, wenn wir insoweit die Tagesordnung genehmigen? Auch dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Dann machen wir das so. Und ich komme zum Ablauf der Sitzung. Wir haben im Ältestenrat vereinbart und es steht auf der heutigen Tagesordnung, dass wir heute bis 19 Uhr tagen. Wir beginnen wie immer mit der Fragestunde. Danach fahren wir mit Top 2 fort. Entschuldigt fehlt jedenfalls nach meiner Liste heute die Kollegin und Abgeordnete Carina Fissmann. Ganztägig gibt es weitere Entschuldigte. Kollege Bellino, bitte schön. Ich muss jetzt erst wieder hier die Knöpfe richtig finden. So. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf feststellen, dass die Kollegin Wallmann aus bekannten Gründen auch entschuldigt ist. Vielen herzlichen Dank. Herr Kollege Bellino wird so entsprechend vermerkt. Ich will noch folgenden Hinweis geben. Die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Lichtgestalten haben die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse der Theo-Koch-Schule in Grünberg getroffen, die vom 17. bis 19.06.2019 hier im Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen haben. Es sind Arthur Schopenhauer, Anne Frank, Fritz Bauer, Justus von Liebig, Johann Wolfgang von Goethe, Jakob Grimm, Philipp Reis. Geburtstage sind auch gefeiert, beziehungsweise, ja, das kommt ganz darauf an, wie jeder das hält, aber sie haben jedenfalls stattgefunden. Die Kollegin Scheuch-Paschkewitz hat am 22.06. Geburtstag gehabt, Kollege Boddenberg am 15.07., der Kollege Diefenbach am 30.07., Kollegin Wallmann am 15.08., Frau Kollegin Hartmann am 19.08. und Regine Müller-Schwalmstadt am 27.08. Ich wünsche Ihnen allen im Namen des gesamten Hauses alles Gute für das kommende Jahr. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, und jetzt der letzte formelle Hinweis, und dann können wir endlich beginnen. Üblicher Hinweis an die Pressevertreter, auch nach Umbau bitte ich Sie darauf zu achten, dass Sie nicht in den persönlichen Bereich der Abgeordneten eingreifen, indem Sie Unterlagen, Laptop-Bildschirme oder Ähnliches filmen und fotografieren. Und des Weiteren möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Kameraleute und Fotografen den inneren Bereich des Plenartellers beim Beginn der Sitzung zügig zu verlassen haben, was heute hervorragend geklappt hat, und sich danach nur seitlich außen bis zum Eingang in dem Plenarteller aufhalten dürfen. Das war das Förmliche zu Anfang unserer Sitzung.